warum ich so aussehe, warum ich todesgebrochen bin, das seht ihr in diesem Video. Nee, kein Jo, Leute, was geht? Ich wurde durchgebrochen. In der Weekend League. Ich hatte es in zwei Hälften gehämmert. Guckt euch an. Der erste Controller ist dieses Jahr geflogen. Lasst ein Like da, wenn sie euch auch auseinandergenommen hat. Die glorreiche Weekend League. Ich bin nicht mehr der, der ich vor diesem Wochenende war. Viel Spaß mit dem Video. Ich mache erstmal ein Game. Rivals. Champions. Nicht Rivals. Ich mache einen Kaltstart. Kaltstart Weekend League. Ich kann da gar nichts. Kaltstart Weekend League verlieren. 13 Siege nicht mehr möglich. Und frustriert den Stream ausmachen. Das ist der Weg. Alter, direkt Derby. Ach du Scheiße. Haaland mit dem Ball. Und Ritter. Let's go. Direkt Derby. Alter, ich weiß nicht, ob es ein dummes Gefühl ist. Aber ich glaube, die Server sind butterweich. Oh mein Gott, ich kann so smooth Spieler wechseln und so. Lass sie bitte wirklich sich so butterweich anfühlen. Ich muss gleich mal in Ballbesitz kommen und muss ausprobieren. Jetzt bin ich im Ballbesitz. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Dankeschön, lieber EA-Gott. Ich werde einen guten Abend haben. Oh mein Gott, die Server sind butterweich. Oh mein Gott. Man kann Fußball spielen. Guck dich das an. Okay, warum krieg ich den Fuß da nicht vor? Oh, warum liege ich hier 2-0 hinten? Ich habe einfach keinen Verteidiger angewählt bekommen nach dieser Ecke. Ich werde von einem Stürmer überlaufen. Och man, das ist aber... Ach Junge, Mann, er ist dreimal vor meinem Tor. Ich check's schon wieder nicht. Das ist so simpel. Der Gegner macht keine besonderen Sachen, aber er führt ganz locker flockig 3-0. 4-0. Wow. Egal. Schalke haben schon einmal einen 4-0 Halbzeitrückstand aufgeholt. Daran klammere ich mich jetzt fest. Epische Musik anmachen. Zweite Halbzeit geht eine Minute. Fehlt was 5-0. Ich bin finished. Oh mein Gott, ich komme gar nicht hinterher. Ah, GG's, ey. Mann, ich ärgere mich, dass ich kein Warmmachspiel gemacht habe. Ich habe halt gemerkt, dass je länger ich gespielt habe, desto besser bin ich reingekommen. Ich ärgere mich so, dass ich kein Warmmachspiel gemacht habe. Also der hat hochverdient gewonnen, ne? Aber ich ärgere mich so, dass ich kein Warmmachspiel gemacht habe. Ich muss mir in den nächsten Wochen die Zeit nehmen, Warmmachspiel zu machen, wenn wir schon nur noch 15 Games haben. Oh Mann, ey. Aber GG's, ey. Die Server liefen wirklich butterweich und der hat einfach besser gespielt. Oh Mann, warum habe ich kein Warmmachspiel gemacht? So, wir gehen in die Weekend League. Ich bin jetzt heiß. Ich bin warm gespielt und ich möchte jetzt mal mein erstes Tor schießen an diesem Sonntag. Ich habe mein erstes Weekend League-Spiel 5-0 auf die Fresse bekommen von dem Dortmunder. Und ich habe mitten im Spiel die Epic Playlist angemacht. Das war echt peinlich, Mann. Ey, nee, nicht schon wieder. Warum denn immer Dortmund? Und der beide Thurams, der wird auch schon wieder ekelig spielen. Mach doch ruhig, Digga. Weißt du, ich will hier ein bisschen Weekend League spielen, gucken, wie die Server sind. Geh rein, direkt zweimal Derby oder was? Mein Gott. Revanche jetzt. Kann jetzt die Ehre meiner Knappen zurückholen. Oder mich komplett lächerlich machen vor ganz Deutschland. Schau mal, was wird. Oh ja, wenn nix geht. Wenn nix geht, dann kommt von irgendwo eine direkte Ecke geflogen. Ah, der war arm. Der liegt auf dem Boden. Komm bitte. Ja, ich kann's noch! Ich kann's noch! Ich kann's noch! Ich kann's noch! Ich kann es noch! Ich kann es noch! Ah, wunderbar! Probier mal, einmal R2 bei jedem Touch im Sprint zu drücken. Quasi timed sprinting, lol. Daran merkt man das. Ja, ja, ich weiß. Das ist wirklich krass. Wisst ihr, was auch ganz wild ist? Wenn ihr steht und, FC24 geöffnet, wow. Wenn ihr steht und aus dem Stand heraus Doppelsprint drückt, da kriegen die so einen Sprintboost, weil gerade war wirklich schön. Lass mich weiter... Nein! Oh, und dann sehe ich den Ping, es ist alles vorbei. FIFA ist das größte Nutzspiel, jetzt werde ich komplett ausrasten. Einer der wenigen Games, wo ich noch ein bisschen Peilung von habe. Thunderfeen Evo. Boah, Hammer-Team, Alter. Guck mal jetzt, Doppel R2. Ich glaube, das ist es. Guckt es mal an. Chat, ich glaube, Doppel R2 ist es. Frage ist halt, ob das einfach nur bei Mbappé die Rakete triggert. Oder ob das auch... Oh nein, das ist leider gut gemacht. Oh, das ist leider gut gemacht. Mann, das ist leider gut gemacht. Digga, das ist zum Beispiel, das verstehe ich halt nicht. Das sind zum Beispiel die Gegentore, da fuck ich mich ab. Das verstehe ich nicht, warum mein Varan da einfach den Zweikampf quittet, obwohl ich ihn sogar genau dahin steuere. Digga, was kriege ich heute für Gegner? Das ist ja geisteskrank. Ich habe keine Chance heute. Bin heute nicht auf dem Level. Ich muss die Weekend League abhaken. Ich habe heute keine Chance. Wenn ihr heute krasses Gameplay sehen wollt, wo auf krasse Ränge geschwitzt wird, ihr seid hier falsch im Stream. Ich bin heute nicht in der Verfassung.
Oh. Oh, okay. So einer müsste halt mal reingehen, dass ich hier irgendwie was reißen kann. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen frech. Also da hätte ich jetzt 2 Tore machen müssen. Warum die dann bei mir nicht reingehen und beim Gegner ohne Time finde ich schon, das muss halt wieder nicht verstehen, ey. Danke. Komm schon, das muss noch nicht over sein, das Spiel. Komm schon, das muss noch nicht over sein, das Spiel hier. Ich bin so unkonzentriert heute. Ach, es tut so weh. Ich bin viel zu unkonzentriert heute. Oh, ich bin so unglücklich mit meiner eigenen Leistung. Ey, Digga, das ist aber krass. Wird sich halt alles einfacher spielen, wenn ich nicht jedem scheiß Game einen Rückstand hinterherlaufen würde. Was mache ich denn da? Warum werfe ich den so panisch ab, den Ball? Es tut so weh. Es tut so weh, wie ich heute deklassiert werde. Im zweiten Spiel jetzt mittlerweile schon. Es ist nichts mehr da von mir. Es ist nichts da, mit dem ich hier irgendwas reißen könnte. Rotes Time-Finish. Ich krieg einen Elfmeter noch. Lol, was war das denn für eine Animation? Komm schon. Ich kann es doch eigentlich. Nein! Ich hab mich verklickt. Ich hab R2 gespammt wie ein Trottel. Komm schon. Hol den Ball, Junge. Komm schon! Ach Mann. Zu spät. Mann. Ich bin so schlecht heute. Warum bin ich denn so schlecht, Mann. Vielleicht andere Gedanken während des Zockens. Nee, ich hab nur eine Stunde gepennt heute Nacht. Vielleicht liegt's daran. Ich bin eigentlich wach, also ich bin gar nicht müde. Ich habe mir auch 350 Milliliter Red Bull heute reingejagt und 5 Kaffee. Also ich bin komplett wach, aber ich bin unkonzentriert. Es tut so weh. Och Mann, ey. Ich möchte gar nicht triggern, aber mir ist aufgefallen, dass du jedes Mal eine Ballrolle machst, um dann in einen Sprint zu gehen. Aus 7 Aktionen hast du so 7-mal den Ball verloren. Nee, das ist ein guter Punkt. Mir wäre es selber gar nicht aufgefallen. Das ist ein guter Aspekt. Sowas ist ja nicht triggern, das ist ja einfach helfen. Egal, Chat. Es gibt noch einen Rang mit 11 Siegen, die man erreichen kann. Und wir müssen uns jetzt aus dem Loch holen. 11 Siege müssen wir packen. Ich will zumindest 11 Siege holen. Komm schon. Ich will 11 Siege holen. Komm, ab auf die 11 Siege. Ab auf die 11 Siege gehen. Komm schon. Wir haben 3 Endspiele jetzt zum 11 Siege. Die müssen wir holen. Gegnerteam sieht halt sehr gefährlich aus, ne? Ich glaube, ich sollte heute den Controller wirklich einfach beiseite legen. Das ist wirklich gottlos. Ich kassiere in jedem Spiel nach 2 Minuten Gegentor. Ich soll es einfach sein lassen. Meine Motivation ist gebrochen. Ich brauche eine Ecke, die mich zurückholt. Genau sowas brauche ich jetzt. Hol den Ball, komm Junge. Boah, war da nicht Hand? Wir werden es nie erfahren. Nein. Ich bin heute nicht mehr fähig dafür. Hä? Hat er jetzt Fairplay gemacht oder was? Was ein Ehrenmann. The fuck? Was ist das denn für ein Ehrenmann? Sowas gibt's in der Weekend League? Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Ehrenmann? Liebe geht raus, Digga. Ah, sehr ehrenhaft vom Gegner. Sehr ehrenhaft vom Gegner. Das ist wirklich sehr korrekt. Das ist überragend gemacht. Ich bin nicht gut genug. Ich kann nicht verteidigen. Ich kann nicht Pässe spielen, ich kann nicht kombinieren. Ich bin heute für nichts zu gebrauchen. Der spaziert da durch. Das ist so grauenhaft verteidigt, was ich hier mache. Es ist auch einfach schlecht.
Es ist schlecht, wie ich spiele. Das tut fast noch mehr weh, als vom Spiel verarscht zu werden, weil man einfach merkt, dass man nicht gut genug ist. Das ist, was mache ich denn? Ich bin an ihm vorbei und lauf noch mal rein in den Gegner. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, was ich da mache. Es ist so schlecht, was ich da tue. Ich bin so schlecht. Wirklich, ich habe in diesem Modus nichts verloren. Ich dürfte normalerweise nicht die Quali packen, wie ich hier gerade spiele. Wirklich, das ist, es ist so schlecht. In meinem Kopf ist ein Delay von 2 Sekunden. Ich habe es nicht verdient, in diesem Modus zu spielen. Ich habe es nicht verdient. Ich bin einfach zu schlecht, Mann. Ach, Digga. Ja, ich kann quitten eigentlich. GG's. GG's. Ich bin 9 Siegeschwitzer. Ich mache meine 9 Siege und dann gehe ich ins Bett. Ich bin so gebrochen. Ich mache meine 9 Siege fertig und dann... Ich bin einfach nicht gut genug. Das ist echt traurig. Ich weiß nicht, wann ich jemals eine Weekend League hatte, wo ich so klar einfach schlecht war. Boah, es ist eine traurige Veranstaltung, ja. Einfach der Gegner gerade hätte mich auch mit 3 Toren Unterschied abgeschossen. Hätte er mir nicht noch auf korrekt das Tor wiedergegeben für diesen komischen Lupfer, der reingegangen ist. Und mein einziges Tor, was ich gegen den erzielt habe, war wieder eine Ecke, weil ich nichts anderes kann. Was ist meine Idee in dieser Situation? Was ist meine Idee? Ich laufe in den Gegner rein. Was soll passieren, wenn ich in den Gegner reinlaufe? Was soll da passieren? Ja, ich verliere den Ball. Was denn sonst? Was ist die Idee? Wo soll dieser Pass hinkommen? Was habe ich da für eine Idee? Wo soll dieser Pass ankommen? Bei wem? Wen sehe ich da? Da stehen 2 Angreifer von mir, umringt von 3 Verteidigern. Hier wieder. Wo soll dieser Pass hinkommen? Was habe ich da für eine Idee? Das ist das Einzige, was ich kann. Diese overpowerten Trivela-Bugs. Weil ich scheiße bin. Ja, erstmal einen Trick wieder in den Gegner machen. Super Idee, Simon. Nee, klasse. Würde ich nochmal probieren. Hammer Idee, wirklich. Ey, geiler Spielaufbau, Simon. Mehr davon. Zeig deinen Zuschauern mehr von diesem genialen Spielaufbau. Mach ein Tutorial. Hammer. Digga, ich quitte die letzten beiden Spiele und geh schlafen. Das macht keinen Sinn heute. Alter, ist das bad. Ich hab gerade jede einzelne Niederlage ist einfach verdient. Nee, Simon, kann man doch keinen Curveshot machen auf die lange Ecke, ne? Nee, weiß ich gar nicht, wie die gehen, die Curveshots. Muss man da R1 drücken? Bin ich überhaupt imstande, diese Taste zu drücken? Das erste und letzte Mal, dass ich Dreierkette spiele. Hab ich mir die schön geredet, Digga. Ich kann einfach keine Dreierketten spielen. Ich bin da einfach zu unfähig für. Ich brauche eine Viererkette mit einer Doppel-6. Mit einer... Also wirklich mit Flügelspielern. Ich spiele nie wieder Dreierkette. Wenn ich das nächste Mal diese Idee habe, Chat, haltet mich davon ab. Das ist das erste und letzte Mal gewesen, dass ich diese Mucht-Drecks-Scheiße spiele. Ich habe jedes Mal, wenn ich das Spiel seit 5 FIFA-Teilen, das gleiche Problem, dass ich ein riesiges Loch im Zentrum habe und ich komme darauf nicht klar. Ich kann diese Scheiße nicht spielen. Naja, Hammer-Abschluss sieht man wieder. Sehr wahrscheinlich, dass er reingeht, wenn man da einfach drauf bolzt, ohne Time-Finish. Nee, wirklich. Ist Spielschuld, ne? Dass er nicht reingegangen ist. Ja, lass aufs Spiel schieben. Ach, Digga, kannst du abmelden, wirklich, und dann passiert noch so eine Scheiße. Kannst du abmelden, und dann kriege ich auch noch solche Gegentore hier. Kannst du abmelden. Kannst du abmelden, ich bin so unterirdisch, der Gegner ist nicht mal gut. Den Gegner würde ich wahrscheinlich in Normalverfassung, würde ich den wirklich ganz einfach und ganz entspannt einfach auseinandernehmen. Aber ich bin einfach scheiße, ich bin ein... Digga, ich bin einfach... Wirklich, ich bin einfach Müll. Ich bin der Inbegriff von leave the game before the game leaves you. Naja, Digga, nicht mal ein scheiß grünes Time-Finish krieg ich vermockter Drecksensohn hin, Digga. In meinem Team ist Varan und ich krieg's hin, der größere Hu zu sein. Ja, Hammer. Das ist so geisteskrank. Warum krieg ich das nicht wegverteidigt? Wirklich, als hätte ich noch nie in meinem Leben was mit FIFA zu tun gehabt. Leave the game before the game leaves you. Ich bin der lebende Beweis. Nein, abseits! Digga, ich bin so schlecht geworden. Ich krieg nicht ein grünes Time Finish getroffen. Warum? Warum?
Mann, mein Gegner ist halt wirklich schlecht. Der ist wirklich schlecht, aber es reicht einfach für mich. Komm schon, komm schon, komm schon! Ich krieg rot. Digga, alles läuft gegen mich! Ich bin so scheiße! Mann! Nummer 1 in FC 25. Es ist die Nummer 1. Ich wurde noch nie so durchgebrochen. Noch nie. Ich wurde noch nie so durchgebrochen. Verbindung zum Controller verloren. Oh nee. Der Bruch. In seiner reinsten Form. In seiner reinsten Form. Könntest du kurz mal nachfragen, wie er steht? Weil ich war da auch, wo er gerade ist. Da war ich auch. Bilanz aktualisieren. Wenn man gerade verloren hat und die Leute mit der Bilanz kommen. Ey, Digga. Ich habe ja heute 2 Spiele verloren. Da waren meine Gegner ja wenigstens gut. Aber der war so scheiße. Der war so scheiße. Er war so scheiße. Er war so scheiße, Digga. Wenn ich meine Mutter einen Tag an die Hand nehme und dir FC 25 Gameplay beibringe, die Frau spielt ihn in Grund und Boden und ich verliere. Das war's. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was tue ich? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich hab alles verlernt, Digga. Du musst Stützräder da dran machen. Mach Stützräder ans Fahrrad. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich weiß nicht, wie man Pässe spielt. Ich weiß nicht, wie man schießt. Ich weiß nicht, wie man verteidigt. Ich kann nichts. Ich bin ein Hurensohn. Ich kann nur Ecken, weil ich ein Bastard bin. Digga, überlegt euch das. Dieses stinkige Müllkind, dieses Müllkind hat Earnings in diesem Spiel. Digga, der Gegner lacht sich behindert. Er lacht sich behindert. Ich habe Earnings in diesem Spiel. Ich habe Earnings in diesem Spiel. Ich habe Earnings in diesem Spiel. Ich habe hier bald einen Pokal stehen. Für was? Für was? Für was? Digga, ich hab ein Entscheidungsspiel um 9 Siege. Um 9 Siege. Menschen spielen Fünferkette, um Meter zu ölen und besser zu werden. Ich spiel Fünferkette und schwitz um 9 Siege. Digga, ich bin deutsche Schalke 04. Ich spiel Fünferkette, um die Defensive zu stabilisieren. Als Antwort wäre ich ein Arsch. Ohne Gummi. So sieht das aus, wenn die Defensive stabilisiert ist. Weißt du, ich bin heute ein 700 PS Auto gefahren. Und es hat mir nichts angetan. Ich hab's weggesteckt wie ein Macher. Ich bin 9 Stunden selber Auto gefahren. Kein Problem. Wieder 1200 Kilometer dieses Wochenende unterwegs. Kein Thema, kein Thema. Aber ich kann nicht Weekend League spielen. Ich kriege alles in meinem Leben hin. Außer diesen Modus. Wann streamen die Teasies? Am Dienstag, ne? Ich hol mir ein Gameplay-Coaching. Digga, ich sag's dir so, wie es ist. Ich hol mir ein Gameplay-Coaching bei den Teasies. Ich mein's komplett ernst. Ich mein's komplett ernst. Ist nicht Ironie. Nee. Das ist kein Front oder lustig. Es ist ernst. Es ist ernst. Ich kann keine Drafts bauen. Ich kann keine Teams bauen. Ich kann nicht traden. Ich kann keine Packs ziehen dieses Jahr. Ich kann nichts. Ich bin ein Mülleimer. Wer von euch spielt Minecraft 1 in den Chat? Wisst ihr, was ich bin? Wenn man ein Lager baut, wo all seine Items sind und man macht sich so einen Block frei, wo man Lava hinmacht,
wo man die ganzen Müll-Items reinschmeißt. Ich bin dieser Lava-Block. Ich bin dieser Lava-Block. Der Mülleimer. Der Bodensatz der Gesellschaft. Das bin ich. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich stream jetzt so. Ich stream so, Chat. Ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich hab damit nichts zu tun. Ich bin nicht für den Frieden gekommen. Ich bin nicht für den Frieden gekommen. Ich komme für Krieg. Alles klar. Sieh her, Mano! Dieser Grießmann ist eine Haushaltseite! Ich werde sie! Oh. Ah, Hermano, rauchen Sie Thomas! Ah, sí, claro! Ah, sí, Hermano! Oh, Hermano. Ich würde sie. Ich würde sie. Erstmal wieder die einfachen Dinge. Erstmal wieder die einfachen Dinge. Hermano! Warum schon wieder so einfach? Bitte! Ich kann es nicht mehr! Es ist geisteskrank. Das ist geisteskrank, als hätten die dem MVP beide Füße abgeschraubt. Wieso geht hier nicht ein Scheißball rein? Ich kann das nicht mehr. Digga, es ist wirklich geisteskrank. Ich schwitze meinen 9. Sieg. Und der Gegner hat einen Torschuss. Es ist wirklich gottlos. Ich habe 1,4x Goals. Es ist wirklich so gottlos. Es ist so gottlos. Und einfach das Allerschlimmste ist, ich merke keinen Unterschied zwischen Raúl de Thomas und Antoine Griezmann. Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Digga, es ist so krass. Ey! Elfmeter! Raúl de Thomas! Du bist der Auserwählte! Du sollst die Weekend League ins Gleichgewicht bringen und mich ins Dunkel stürzen! Nein! Nein! Ich wollte nicht! Warum? Ich kann nicht mal mehr Elfmeter! Ja, RDT. Bitte! Ey, bin wieder da, Junge! Trink Tessier Tee! Hammer gespielt! Oh Gott! Ich schäme mich! Ja, bitte, Lauren James! Bitte! Bitte! Ja! Ich kann es noch! Es ist nicht alles weg, was irgendwann mal da war! Das ist so krass! Oh, das ist so krass! Nein! Oh nein! 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 Morlus, wenn ich ein Freistoßtor von Muriel krieg, 100 Subs. Ich zahl sie mit Liebe. Ja, Zeit! Nicht gut. Zieh ihn aus! Richtig so! Nein! Ich hab vergessen, dass man... Oh nein. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Bitte nicht. Warum habe ich Alaba für den Kopfball? Gib mir Raúl de Thomas. Halsmaul. Weg! Hey! Ich habe die Taste durchgedrückt! Nein! Nein, ich bin so ein dummer Mensch.
Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so ein dummer. Ich bin der dümmste Mensch auf dieser Welt. Ich bin der dümmste Mensch auf dieser Welt. Halt, ne. Oh mein Gott. Ich hab 4,9 X-Golds. Lass mich liegen da, wo ich bin. Ich hab 4,9 X-Golds. Und 2 rote Karten. Bitte. Ja! Ja! Mit 2 Mann weniger! Mit 2 Mann weniger! Bitte. Nein! Nein! Ja! Oh, nicht Thomas, Junge! Oh, ne. Nein! Abseits! Hol dir Thomas, der ist für dich. Der ist für dich. Der ist für dich! Warum ist er so scheiße? Es wäre so cool, wenn der gut wäre. Dann wäre alles so schön, aber er ist so scheiße. Ich bin ein... Ich krieg gerade meine dritte Rote, glaube ich. Ja, also langsam ist er, also wirklich. Und sag mal, ja, auf Zeit. Nee, das ist nicht Zeit. Nee. Nee, zieh ihn bitte aus. Ja, Junge! Weil der hatte noch nicht gelb! Mit dem konnte ich noch! Digga, Raoul, der Thomas. Alter, war das scheiße. Alter, war das scheiße. Alter, war das... Ich hab noch nie eine individuell so schlechte Stürmerleistung gesehen. Also, Digga, hätte ich gegen den Gegner verloren, ne? Dann hättest du das Ding auch abmelden können, sag ich euch so, wie es ist. Also, dann hättest du das Ding abmelden müssen. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du Kacke, das Ding hättest du abmelden müssen. Ich will die Rewards gar nicht sehen. Ich will die Rewards gar nicht sehen, ohne Spaß. Bitte, lass uns nicht darüber reden. Ich will das gar nicht sehen. Ach du heilige Scheiße, Ruhrpott 1904 mit einem Gratis-Sub für 3 Monate. Ja, immerhin für einen sympathischen Namen. Verschenke ich gerne 3 Monate Sub. Alter Falter. Einer hat sich gewünscht, mein Stammbaum ist ein Kreis. Gib ihm! Oh, mit Liebe, mit Liebe. 82 mal 10. Hero maximal 87. Inform Pack 81 mal 15. 87er Goldprofi und 45.000 Münzen. Digga, ich mach das jetzt einfach auf. Ich mach das jetzt einfach auf und lass es einfach passieren. Ja, 81 mal 15. Zeig her. Tschüss! Upse! Hammer! Das ist krass! Geiles Pack. Das macht mich glücklich. Nee, zum Glück habe ich aktuell so viele Coins, dass ich auch gute Rewards eigentlich gar nicht brauche. 82 mal 10 tradable. Ja. 2,84er. 3 sogar. Und ein Icardi für den Nachtritt. Fick mich, was ich brauch. 87er Goldprofi. Erban. Pferdeschwanz. Torwart. Endler. Klasse. Klasse. Informpack. Klasse. Oder noch ein Hero Pack. Ah, nicht mein Walkout! Peter Crouch! Ich kann's nicht mehr. Chat, ich bin fertig. Ich bin fertig, ich kann's zumachen. Du Dicker.